Halli und Hallöchen und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Episode mit Salt and Sanctuary, wo wir endlich auf dem richtigen Pfad wieder zurückgefunden haben, zumindest glaube ich das. Denn die Herumirrerei der letzten paar Episoden hat endlich ein Ende gefunden. Ach, der macht wieder seinen Teleporterangriff. Na, den kannst du dir gleich mal sparen. So, Frage ist nur, wo gehe ich hier jetzt eigentlich gerade hin? Das ist hier. Ah, jetzt bin ich hier bei Crane's Pass. Aha. Heißt dann also auch, da nach oben bin ich schon mal gegangen. Nur hier bin ich anscheinend nie nach rechts gegangen. Na gut. Ist ja auch wurscht. Stellt sich mir nur die Frage, schaffe ich den Sprung darüber? Ja, locker. Locker, locker, kein Problem. So, dann kann ich aber hier schnell nochmal beim Sanctuary Platz nehmen und mir meine verlorenen HP wieder zurückholen. Das machen wir einfach mal schnell, so. Und dann kann es weiter nach unten gehen hier. So, und diesmal aber schön langsam. Keiner da. Gut. Ach, und da ist Boss. Look out, holy damage. Holy Damage. Aha. Aha, aha, aha. Da hatten wir doch mal was. Das war Blessed Page, oder? Genau. Dip, dip. Ja, machen wir es lieber jetzt gleich. Ach, der ist es wieder. Den hatten wir doch schon mal, aber der hat mir beim ersten Mal ziemlich den Arsch aufgerissen. Und die mit ihren bescheuerten Zaubern. Die machen echt nicht wenig Damage. Au, das war fies. Freundchen. Da treffe ich nicht hoch. So, wo ist denn der Axtschwinger? Da ist der Axtschwinger. Ach, mein Holy Damage ist weg. Das ist nicht so gut. Jetzt fangen die wieder hier zum Ballern an. Aber wenn man gekonnt ausweicht. Ah, fuck. Das habe ich wieder vergessen, dass das ja auch Damage macht, wenn der den Scheiß rauszieht. Oh, jetzt muss ich hier auch mal weg. Ach, fuck you. Na gut, zumindest trifft mich der mit seinen scheiß Zaubern nicht. Oh. Aber ich treffe ihn auch nicht so wirklich. Sollte ich mir hier nochmal eins genehmigen. Jetzt sind zwar alle weg, aber ich höre schnell weg. Aber ich bin gerade, was diesen Kampf hier angeht, ganz guter Dinge eigentlich. Dass das diesmal ein bisschen besser klappt. Zumindest sieht das momentan danach aus. Ah, oh, fuck, jetzt haben mich aber die getroffen. Schnell mal heilen. Lass doch deinen Scheiß da oben. Oh, oh, jetzt wird geworfen. Ach, und jetzt zieht das gleich wieder raus. Na, das ist fies. So, jetzt. Ah, fuck, ich hau voll daneben. Na, scheiße. Heil dich, heil dich! Ah. Das war jetzt ein bisschen doof. Ein ganz kleines Itzi-Bizi-Bisschen. Toll, das Blöde ist jetzt natürlich, jetzt habe ich nichts mehr. Womit ich meine Waffe buffen kann. Ich meine, die Orange File gibt mir die auch einen Buff. Ich weiß es nicht. Nee, das heilt mich. Okay. Na gut, dann kann ich aber vielleicht schnell mal gucken. Wer könnte mir hier sowas verkaufen? Der Kleriker eventuell. Holen wir uns einfach mal den Kleriker her. Vielleicht verkauft mir der ja ein paar von den Seiten. Joho, dankeschön. Ja, da kann ich noch ein paar mehr nehmen. So, nehmen einfach mal 20 Stück mit hier. Dankeschön, mein Freund. So, wieder ausrüsten. Das Orange File hier brauche ich nicht. Euch brauche ich.
Okay, wieso hat die jetzt nicht der Boss? Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir hauen halt einfach mal wieder drauf auf die Axt. Und der fängt an zum Zaubern links. Fuck, und ich habe den Scheiß schon wieder mal vergessen. Na, hier komm. Fuck you. Fuck you. Leute, das ist nicht cool, was ihr hier gerade macht. Ja, bring doch mal wieder die Axt auf den Boden, ey. Das ist hier doch alles... Oh, Bullshit. Oh yeah, geil drüber gesprungen. Bin ich gut oder was? Wow, und ich hau voll daneben. Ah, fuck. Jetzt packt der sich die Axt. So, der da oben trifft mich sowieso nicht. Ja, das wollte ich eigentlich gesagt. Mann, ey. Ja, hör doch. Boah, ey. Okay, jetzt ballern hier wieder mal alle los. Dann kann ich mir ja mal schnell die Zeit nehmen und hier wieder den Buff drauf machen. Hoho, so weit nach unten trifft er. So, die Axt ist am Boden, das muss ich ausnutzen. Oh oh, ich komme hier nicht weg. Fuck. Wo ist die Axt? Ah, da kommt sie angeflogen. Lass mich heilen, lass mich heilen, lass mich heilen und lass mich einfach nur hier weg. Fuck, mein Buff ist wieder weg. Her damit. Oh, da kommt die Axt geflogen. Ah, fuck. Zaubersprüche. Oh, oh. Ui, ui, ui. Na, endlich. Oh, der Kampf war komisch irgendwie. Irgendwie ein bisschen. Aber er ist geschafft. Passt doch auch. So, gut. Wir haben ja eigentlich... Da hinten auch gleich das Sanctuary. Und wenn wir jetzt schon 33.000 Salz übrig haben, dann können wir da gleich zurückgehen. Und müssen nicht unbedingt riskieren, indem wir weitergehen, alles zu verlieren. Deswegen einfach mal Level Up. Hm, da kann ich doch aber sicherlich hier... Mit ein bisschen Salz, da können wir noch ein bisschen was dazu tun. Na komm, noch was. So, das reicht noch für ein Level. So, und jetzt haben wir zwei schwarze Perlen und damit können wir doch nochmal hier Stärke und da Stärke. So, jetzt einfach mal alles in den Schaden reinstopfen, was geht. So, jetzt ist eigentlich der Boss weg und ich bin doch schon mal von der anderen Seite aus, von den Pitchwoods gekommen. Ich erinnere mich nur, wie ich das damals angestellt habe. Komme ich hier hoch? Kann man hier hoch? Da kommt man hoch. Hahaha. Hey. Friend awaits near Racket Beach. What? Na, quatsch mal mit ihm hier. We found it. The ruined temple. It was built in the north as a testament to the power of man, but it became corrupted by greed and something more. The mountains mist may have cast out gods, but even a godless land isn't safe from demons. I was led to this alcove by a number of tiny markings, each one bearing an instruction in a dead Tristini tongue. Aha! Here I found a set of garments identical to mine. Could it be that I have a shadow leaving me messages wearing my clothes? Ja, das weiß ich doch nicht, ob du einen Stalker hast. Ever since you slayed the king, I found that nothing more to explore. But now that I think I understand what power is here, I'm filled with dread.
I'm going to retrace my steps. Perhaps I will discover an answer. Bla 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 bla. Okay, das ist nochmal dasselbe. Okay. Okay, der Typ hatte also anscheinend, nachdem wir den Boss oben in der Pyramide erledigt haben, hatte er eigentlich vor, das Ganze hier ein bisschen zu erkunden, aber jetzt hat er anscheinend doch irgendwie ein bisschen Schiss bekommen und geht nicht mehr weiter. So, und jetzt überhaupt mal weiter. Wo geht's denn jetzt weiter? Ich weiß ja nur, hier komme ich wieder zurück in die Pitchwoods. Das bringt mir aber nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich hierhin wieder zurückgehe. Hä? Wie kommen die Flaschen da rechts unten hin? Nee, da komme ich ja nicht hoch. Was? Oder kann man da irgendwie einen Bug ausnutzen, dass man da vielleicht doch irgendwie hochkommt? Ha, es geht also wirklich. You fool, it's worthless. Ja, anscheinend wirklich. Dankeschön. Okay, hier sind jetzt wieder Pitchwoods. Die brauche ich aber nicht mehr. Die sind erledigt. Gut, bin ich damals eigentlich hier links weitergegangen? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist hier definitiv mal neu. Und der sieht nicht aus wie ein Gegner. CM Lake. Well, look how far we have come. I've been on this island for a long, long time. The air, the salt of the sea, it all hangs to me like an ancient crust. And the shipwrecked, like you. So many shipwrecked sailors, so much fleshy flotsam. Fleshy flotsam, what a shared secret. You're all the betrayed, you are. I've seen slaves and whores masquerading as nobles. I've seen soldiers and sailors wrecked from the same ship with different ideas as to what their mission was. You sad, sad wanderers. Do you know by whom you were betrayed? Ich habe keinen Plan, Junge. Erzähl es mir bitte. And why? You had your princess to find. Or did you? Stimmt, die sollten wir hey, auch noch irgendwann vielleicht finden? Oder ich schätze mal, die ist untergegangen. Kann auch möglich sein. Well, we'll meet again soon. Okay. Dude. Wenn du meinst. So, was haben wir hier? Sanctuary! Nice. Da. Ach, ist das hier schön. Oh, hier kann man echt durch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, da wäre eine Wand. Aber gut. Brauche ich hier momentan irgendwas? Ich wüsste nicht was. Dass ich eventuell einen Guide und einen Schmied bräuchte, aber keine Ahnung. Wir gucken mal. Okay, hier ist mal dicht. Da muss ich von der anderen Seite ran. Schon wieder Diamond Cluster. Ach, da sind die wieder. Die aber ja nicht so wirklich das Mega-Problem darstellen. Okay, wir haben irgendeinen Shortcut geöffnet. Ach, hier sind wir jetzt. Moment mal jetzt. Ist mir aber sowieso mal. Wir hatten da hinten ja gleich das Sanctuary. Also, und sowieso noch 500 Salz. Ich frage mich. Ist da unten was? Haha. So, und wie weiter? Au. Und weiter in die Finsternis. Das macht ganz schön viel Damage. Einfach immer nur dem Wasser folgen. Alter. Hier bekommt man aber auch fucking viel Damage. Na komm. Mann ey, was ich hier an Tränken verschwende. Das ist echt nicht mehr schön. Alter, wie weit nach unten geht's denn hier noch? Alter. Oh nein. Was soll denn der Blödsinn? Okay, hier haben wir also einen Weg. Ist gut zu wissen. Gut zu wissen, das merken wir uns.
Das merken wir uns mal. Aber ich würde sagen, wir können auch einfach mal hier nach links ein bisschen weiter erkunden. Was es hier noch Seltsames gibt. Schon wieder ein Boss? Nee, jetzt nicht, Leute. Wir hatten schon einen Boss in der Folge. Wir hatten doch schon einen. Da muss nicht noch einer her. Wobei, es war aber sowieso nur, es hat nur eine Kerze so halbwegs geleuchtet. Also habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass mir der Boss, wenn ich den jetzt probieren sollte, mir mächtig einen Arschtritt verpasst. Aber gucken wir uns zumindest mal an. The Witch of the Lake. Fucking Hexen. Okay, ich mache dir aber gar nicht so wenig Damage, oder? Aber die ballert ganz schön was los. Oh, und die hat auch noch einen verkrüppelten Arm. Damit hat sie mich wohl berührt. Ih, ist ja voll ekelhaft. Oh, oh. Oh, scheiße. Das ist, glaube ich, besser zu blocken. Au. Nein. Ach, du gehst mir sowas von am Sack. Oh, was kommt jetzt wieder angeflogen? Muss mich hier mal bitte schnell heilen, meine Dame. Danke. So, das war mal guter Damage. Huh. Nein! Boah, ist die Attacke fies, ey. Aber so richtig fies. Aber sonst lief das eigentlich schon ganz gut. Ich muss mir nur irgendwas überlegen, wie ich die Attacke besser mache. Ich meine, Blocken, wird mir Blocken hier viel helfen? Puh. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Habe ich vielleicht irgendein Schild, das mir gut Magic... Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass es Arcane Damage macht, die macht. Also irgendwas, was gut Arcane macht. Silver Shield. Wie viel macht denn der eigentlich? Nur 43, hm? Naja, probieren wir es mal. Jetzt bin ich zwar wieder fucking langsam irgendwie. Na, wobei, geht eigentlich. Ah, versuchen wir es halt einfach mal mit Schild. Ich schlage jetzt halt langsamer zu, das ist der Scheiß. Ah, naja. Probieren wir es einfach mal. Hallo Hexe, ich bin wieder da. Hast mich sicherlich vermisst, hä? Flieg doch nicht weg. Ha! Jetzt stand ich unter dir, du Bitch. Ahahaha. Was war denn das? Oh. Was ist denn das? Das hat sie vorher nicht gemacht. Tja. Die Zauber von ihr sind richtig scheiße. Und ich wollte mich doch eigentlich einfach nur heilen. Das kann doch nicht so schwer sein. Aber na gut, nochmal der Spaß. So, das war zumindest schon mal ein Treffer. Den muss ich... Au. Ach, jetzt kommt sie wieder mit dem Krüppelarm. Ja, das blockt ganz gut, muss man echt mal sagen. Jetzt kommen wieder die... Ach, jetzt kommt der Scheiß. Oh, fuck. Nein, nicht doch nochmal. Okay. Das Blocken bringt auch nicht wirklich so viel, denn das zieht mir so viel Ausdauer weg, dass ich das bei weitem nicht alles blocken kann. Also macht das irgendwie nicht wirklich viel Sinn. Na gut, ein Versuch noch. In dieser Episode. Ein Versuch geht noch. Und sonst muss ich mir mal in meinen stillen Kämmerlein vielleicht ein bisschen eine andere Taktik überlegen. Gegen diese miese Bitch. Und das reimt sich sogar auf Witch. Ha, die Bitch Witch. Alter.
Ich muss den Scheiß einfach ausweichen, anders geht's nicht. Und ich glaube, am besten ist auch immer versuchen, so gut wie möglich unter ihr zu bleiben. Das ist, glaube ich, der bessere Plan, aber na gut. Da der Versuch jetzt ja sowieso so schnell vorbei war, würde ich sagen, einer geht noch. Einer ist noch drin. So, jetzt aber mal auf Ernst. Vorher habe ich ja nur Spaß mit dir gemacht. Jetzt kommt wieder das hier. Jetzt kommt auch noch das hier. Wenn man da auf der falschen Seite steht, dann ist das... Alter, die pumpt einen voll mit dem Scheiß. Ach, na gut. Jetzt aber wirklich, ich muss mir hier irgendwie eine bessere Taktik überlegen. Und ob diese funktionieren wird oder nicht, sehen wir einfach in der nächsten Episode von Salt and Sanctuary. Und bis dahin sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.